Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es um YouTubers Live und nicht um Sims 2 Haustiere. Aber ich werde trotzdem noch regelmäßig jetzt zu beiden Spielen Let's Plays hochladen. Das heißt, es wird trotzdem noch weiter von Sims 2 Haustiere Videos geben. Ich bin der beliebteste YouTuber. Also ich glaube, das ist jetzt eine Geschichte von früher, glaube ich. Es war ein schwieriger Weg sein. Ja, also es ist auf jeden Fall von früher eine Erzählung. Eine Geschichte. Das ist mein... So, wir müssen uns jetzt hier erstmal einen neuen Charakter erstellen. Und ich erstelle jetzt hier einen. Genau. Hier kann man jetzt die Frisur einstellen. Ich glaube, wir nehmen einfach so ein Oberhemd, so nochmal. Und dann Hose, vielleicht einfach eine schwarze Hose dazu. Und Schuhe, auch die schwarze einfach. Nee, wir nehmen einfach diese schwarze Schuhe hier. Und eine Brille, nee, offenbar nicht. Persönlichkeit. Der Meister der Videos und dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr zu machen. Jeder Like und Abonnent zählt. Ja, das hört sich doch ganz gut an. Deine Fixierung auf Geld ist nichts Neues. Du bist ein Wirtschaftsexperte und du weißt, wie man mit Videos Geld macht. Nee, ich glaube es nicht. Du liebst es, neue Menschen kennenzulernen und dir Geselligkeit zu geben. Mal Freunde zu treffen, ist dein Lieblingshobby und dein endliche Kontaktliste ist dein Ziel. Dein Lebenstraum ist es, eine besondere Person zu finden. Du willst nicht aufhören, diese Person zu suchen, bis du sie gefunden hast. Dein Seelenverwandter wartet auf dich. Gibt es etwas Wichtiges als Ruhe und Popularität? Du willst Spaß haben ohne Sorge, also hab eine tolle Zeit und bleib zu ihm. Dich kümmert es nicht, was andere denken, zu lernen und neue Dinge zu erlernen macht Spaß und ist einfach. Ich glaube, wir nehmen einfach YouTuber als Superstar. Da können wir mit YouTube also ein Superstar werden, ich glaube. Das hört sich ganz gut an. Dann können wir jetzt hier leider nur Game auswählen, aber ich weiß, da reicht es ja. Dein Name. Ich glaube, ich nenne sie einfach Ricky. Auch schon vielversprechend, oder? Gut, dann haben wir soweit alles eingestellt. So, das hier ist jetzt anscheinend irgendwie unsere Wohnung. Und dann würde ich vorschlagen, nehmen wir doch direkt ein neues Video auf. Hier spielen wir ja Empire Plan 2, ein Gameplay Video starten. So, hier müssen wir jetzt alles einstellen. Wir haben hier nur so viel verfügbare Punkte. Das heißt,
ist ja Maul und niedrige Auflösung. Ah, okay, das kommt so zusammen von dem Arbeitsplatz. Der gibt uns 12 Renderpunkte und wir müssen uns dann hier kurz noch was einstellen. Mikrofon, kein Filter und Mono-Ausgabe fortsetzen. Lustiger Kommentar oder ein singender Kommentar. Wir nehmen einen unlustigen Kommentar, glaube ich. Ja. Anscheinend war es falsch, aber wir haben auch nicht so viele Punkte gefunden. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Ein lustiger Kommentar oder ein singender Kommentar? Nehmen wir mal einen singenden Kommentar. Das war, glaube ich, ganz gut. Das heißt, wir haben hier immer bei dieser Glühbirne hier oder was es darstellen soll, haben wir nur so und so viele Punkte, das kann man dann hier oben auch sehen. Das hängt dann halt davon ab, wie viel wir gegessen haben und wie viel wir geschlafen haben. Und davon kann man sich dann hier die Karten auswählen und wir müssen dann immer aufpassen, dass wir nicht zu viele Punkte am Anfang jetzt hier zum Beispiel vergeben. Deshalb kann ich im Moment noch nicht so viel auswählen. Ja, jetzt müssen wir das Ganze hier irgendwie gut schneiden, also so oder so. Ich glaube, wir lassen das einfach so, da ist zumindest nichts Rotes bei. Und da können wir uns hier für die anderen 10 Renderpunkte, können wir uns hier auch noch was auswählen, um das hier ein bisschen aufzubrechen. Ich würde vorschlagen, dann nehmen wir auf jeden Fall mal den Titel wählen. Eins davon können wir noch auswählen. Ich glaube, nehmen wir einfach Farbe zuordnen. Ich glaube, das ist ganz gut. Wenn dann 9 Stunden und hochladen absolut. Okay, da haben wir auf jeden Fall Zeit, bis das Video hochgeladen ist. Okay, das ist jetzt hier nicht so viel, aber aller Anfang ist schwer. Also laden wir das Video hoch. Und ich würde vorschlagen, wir müssen auch auf jeden Fall noch etwas lernen für die Schule. Geht ja noch zur Schule. Und währenddessen lädt sich hier unser Video hoch. So, dann sind wir jetzt wieder hier. Wenn man dann hier auch auf den Kalender geht, kann man auch sehen, am 31. Januar zu prüfen. Das heißt, okay, wir haben noch mal ein bisschen Zeit. Aber die Vorbereitung ist jetzt nicht wirklich gut, deshalb. Ich glaube, dann geht sie auch einfach mal schlafen und hier haben wir schon Kommentare. Empire Planet 2 Gameplay Videos sind noch nicht so verbreitet. Gut für dich. Empire Planet 2 Gameplay Videos erzeugen jetzt ein großes Interesse. Ich will lieber nicht wissen, wie viel Zeit ich investiert habe, um dieses bescheuerte Video zu sehen. Oha, abgefahrenes Video. Editors. Bitte, bitte. Ich habe auf dein erstes Doll-PC-Video gewartet. Okay, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und es steigt. Das ist gut. Eine Aufgabe habe ich abgeschlossen. Jetzt haben wir beim Spielen zu, okay? Okay, das ist sehr gut. Hier unten haben wir dann also immer unsere Aufgaben. Meist gesehen. Oh Gott, ich glaube, das wird dauern. Abonnenten Ahoi, zurück zur Schule. Okay, das können wir ja leisten. Okay, und hier kriegen wir dann, glaube ich, auch noch neue Karten. Du hast einen neuen Karten. Lustiger Kommentar. Winkender Begrüßung. Sehr gut. Unlustiger Kommentar. Sinnloser Kommentar. Winkende Verabschiedung. Das ist auch mörderischer Blick, fröhliche Äußerung und singender Kommentar. So, das ist schon mal sehr gut. Ich würde vorschlagen, wir essen hier noch ein bisschen, damit wir hier diese Punkte ein bisschen auffüllen. Und dann nehmen wir auch schon unser nächstes Video auf. Es ist ziemlich wichtig, dass wir hier dann dran arbeiten. Wir wollen ja Superstar werden. Und da müssen wir auf jeden Fall hier ein bisschen mehr Abonnenten bekommen.
bisschen mehr Aufrufe. Deshalb müssen wir uns da jetzt ranhalten. So, jetzt haben wir hier 6 Punkte. Das ist, glaube ich, auch das Maximale. Aber auf jeden Fall nehmen wir jetzt einfach mal ein Video auf. Wir haben leider noch erst ein Spiel und das ist jetzt sehr schlecht bewertet, aber wir nehmen trotzdem noch ein Gameplay dazu auf. Vielleicht müssen wir uns dann mal irgendwann ein neues Spiel kaufen, aber wir haben natürlich auch nicht so viel Geld. Wir haben gerade auch 100 Dollar. Aber das Geld muss eigentlich auch dazu. Erstes Spiel, lernen, wie man es spielt. Wir haben ja nur 6 Punkte, ne? Nehmen wir, glaube ich, einen unlustigen Kommentar. Das war ein falsch, glaube ich. Deine Basis wird zerstört, während du den Gegner angegriffen hast. Soll ich jetzt einen lustigen Kommentar nehmen? Weil hier ist... Ich nehme es jetzt einfach. Es war falsch, aber hier sind doch diese 2 Punkte. Ja, ist egal. Das Video war jetzt nicht so toll. Wie soll ich das denn jetzt ordentlich schneiden? Okay, das Video ist richtig schlecht geworden. Naja, egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier den weichen Fokus nehmen, um es hier ein bisschen auszugleichen. Und dann nehmen wir, glaube ich, auch noch Farbe zuordnen. Egal. Interesse ist ganz okay. Ein bisschen unter der Hälfte. Nachbearbeitung 0 Punkte. Okay. Das können wir ja alles noch verbessern. Das gibt bestimmt richtig viele Daumen runter. Aber egal. So, dann müssen wir jetzt schnell noch lernen gehen für die Schule. Ich glaube, wir können auch irgendwann arbeiten gehen. Ergebnisse anzeigen. Moment, geht's nicht, aber... Ah, okay. Ist ganz okay eigentlich. Auf jeden Fall haben wir hier diese 20 Cent, sind das ja dann, glaube ich. Haben wir auf jeden Fall dazu. Was sind das, 20 Euro? Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Dollar nicht so aus. Oh nein, die Mutter kommt schon mal zu machen. Oh oh, die will was von mir. Wenn du jetzt nicht lernst, werde ich dir Hausarrest geben und du brauchst auch nicht weinen, wenn ich das durchziehe. Wusstest du schon, dass du mit Aushilfs arbeiten mehr etwas Geld dazu verdienen, indem du auf die Tür klickst und dann arbeiten, aber vernachlässigst du deine anderen Pflichten. Ja, mache ich ja nicht, Mutter. Komm, wir gehen erstmal schlafen. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon von dem ersten Video. Es geht dann weiter in der nächsten Folge. Und dann werden wir auf jeden Fall probieren, etwas mehr Geld zu verdienen, um uns dann ein neues Spiel zu kaufen. Und nebenbei werden wir dann auch noch für die Schule etwas lernen, damit die Mutter nicht so ausrastet. Und mir hinterher nimmt sie mir noch mein PC weg. Ja, hier ist auch schon ein neues Spiel veröffentlicht worden. Das werden wir uns dann auf jeden Fall im nächsten Let's Play angucken. Und ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Video wieder ein. Bis dahin, ciao.